Liebe YouTuber, ich begrüße euch. Es geht wieder weiter mit dem Wahnsinn der Drecksäue. Ab geht's. Bis jetzt sind wir noch wieder ganz entspannt. Dann wird sich noch ein Licht. Oh, macht Wurst. Was? Wie? Wo? Was denn? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Abgeschlossen. Was ist das hier? Wollen wir wetten, die Tür ist auch abgeschlossen? Oh. Junge, mir läuft richtig den Rücken runter gerade, ey. Na super! Glückwunsch, ey. Wer ist ja jetzt hier? Ja, nicht. Im Nest der Eier. 3 Penny. 6 Pence. Spatzen und Tauben. Schau all die klagenden Engel oben, dann wirst du es mir glauben. Kein Vergeben mehr, niemand zu retten. Wenn ich's dir sag. Denn heute legt Lilly sich rein in ihr Grab. Lilly. Lilly ist die Stadt, ist die Oberdrecksau. Oh Gott, ich will nicht. Nein. Nein. Was ist jetzt los? Ich bin aber noch hier drin. Ich dachte jetzt, ich wurde entführt, eventuell. Hätte ich jetzt gedacht. Ist mir egal. Lass klingeln. Sabotage. Lädiert und böse zugerichtet, aber am Leben. Ich habe die größten Anstrengungen des Saboteurs überlebt. Er und ich sind nun in einem epischen Zweikampf verstrickt. Aber ich werde davon angetrieben, meine Familie zu finden und ich werde mich durchsetzen. Ignoriere den Wahnsinn um mich herum. Denk nicht über die grausamen und unansprechbaren Taten nach, die hier begangen wurden. Finde den Weg zur Bilge, beseitige die Überschwemmung, befreie deine Kinder. Meine Kinder. Was ist denn? Quickly, Mantis, find the entrance nearby. The children weep in the darkness and the floodwaters continue to rise. Oh Gott. Wir müssen unsere Kinder retten. Wie auch immer. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Ja, zu lesen. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebsbrocken wird eine Verbindung benötigt, da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Objekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Natürlich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg, Vitae, Infusion und einem Teil Organmonaden-Disperseflüssigkeit ist ausreichend. Oh Mann. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie initiiert wurde, kann sie mit
Was war das für ein Geräusch? Kann sie mit Schumann-Lampe aktiviert werden? Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleine Mengen Metall. Was war das für ein Geräusch? Ich höre Stimmen. Alter, was ist mit mir los? Paranoia oder was? Okay, die Tür geht schon mal nicht auf. Gleich sofort was in Tagebuch gekritzelt, weil die Tür nicht aufging. Wartungszugang. Hinter den verschlossenen Toren gibt es eindeutig einen weiteren Korridor. Mensch, ey, Respekt vor dieser Intelligenz. Anscheinend habe ich mehrere Möglichkeiten. Das vorherige Schloss ist alt, aber robust. Und nach diesem Sturz habe ich keine Kraft, das auszubrechen. Aber vielleicht kann ich einen anderen Weg finden. Hm, dann werden wir schon mal finden. Okay. Da kommt mir gerade was in den Sinn. Da stand da irgendwas drin von irgendwelchen Säuren. Irgendwas war doch da, ne? Naja, wir werden sehen. Hör auf zu atmen. Ich höre hier schon wieder Geräusche. Okay, ich denke jetzt mal nicht, dass hier irgendwelche Viecher kommen. Ich hoffe nicht. Sag mal, wozu sind eigentlich die ganzen Schubläden hier, wenn man ja doch gar kein Inventar hat? Ist ja eigentlich mal voll sinnfrei, oder? Da braucht man eigentlich ja nicht hingucken. Schon wieder so ein komischer Maya-Tempel. Und wieder eine Notiz. Die Zentrifuge. Dies scheint eine Art bizarres Mischgerät für chemische Verbindungen zu sein und das stinkt definitiv nach den ekelhaften Flüssigkeiten, die ich schon zu oft gesehen habe. Es handelt sich eindeutig um eine Verbindung, einem flüchtigen Bastard zweier Inhaltsstoffe. Ich würde darauf wetten, dass ich sie irgendwo in der Nähe finden kann. Gut. Danke für den Hinweis. Da nicht lang. Da geht es lang und hier geht es lang. Niedrigtemperaturlagerung oder die Käfige. Na, dann gehen wir doch zuerst in die Käfige. Ist doch logisch. Was sagt das Handy? Die Stoppuhr habe ich immer auf dem Handy. Falls ihr sehen wollt. Der. Und weiter geht's. Ist hier was zu holen? Da röchelt da wieder rum. Mistvieh. Und dann pro ist hier wieder so ein Vieh. Die neue Werbung dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Naja. Alter! Oh, ey, das ist echt ätzend, ist das. Vor allen Dingen verschwindet der auch noch. Ist der noch hier? Der kann über jede Ecke hocken. Schweine, hau ab! Du verdammte Drecksau! Ein Zettel. Ist hier irgendwas zu mitnehmen? Außer der scheiß Teddy. Scheinbar nicht, ey, Mist. 20. August 1899. Habe heute noch eine Lieferung Schwachköpfe entgegengenommen. Genau.
Das müssen die jämmerlichen Exemplare der Menschheit sein, die ich jemals gesehen habe. Keiner wird sie jemals vermissen. Die Behörden der Innenanstalt sind einfach nur froh, dass sie die Überfüllung ihrer wimmelnden, stinkenden Hallen reduzieren können. Wir messen ihre Schädel ab, überprüfen ihre Zähne, wir stellen sie mit Laudanum ruhig. Sie warten wie Vieh in der Kaie, mit stumpfen braunen Augen und schmutziger Haut. Viele verirrten beim Warten ihre Not. Durft. Verrichten beim Warten ihre Notdurft. In den Manipulator ordnen sie sich schweigend ein. Ich höre das Zischen von Gas. Ich höre das stumpfe Stöhnen, als Zähne gezogen und Knochen umgestellt werden. Ich höre die Schweine schreien. Wir haben alle Spiegel entfernt, denn nach dem Verfahren macht ihnen ihr Spiegelbild nämlich die größten Probleme. Später, wenn sie schlafen, mische ich mich unter sie, meine Kinder, flüstere ich in ihren Träumen. Ihr seid jetzt meine Kinder, ich habe wieder Kinder und eure mangelhaften Körper werden die Kraft sein, die mein eigenes Blut wieder zum Fließen bringt. An irgendwas wird da ganz komisch. Also hier wird ja bestimmt noch irgendwas Fettes kommen, ey. Das läuft alles darauf hinaus. Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Ja. Hä? Mich hier lang gefühlt? Alter, wie läuft das mir? Was ist denn? Alter. Abgeschlossen. Diese Dinger hier machen mich nervös. Ja, kommst du wieder? Kommst du doch? Na komm doch! Komm doch! Ja, da bist du doch! Na komm doch! Komm! Na los! Verdammte Scheiße, Mann! Mach die Tür auf! Haben die Schweine echt die Tür abgeschlossen und das Vieh verschwindet einfach wieder, ey. Alter, nee, ey. Nee. Tatsache. Und jetzt die Tür wieder auf. Ey, fasset nicht. Ihr seid so eine Schweine, Alter. Ihr, die dieses Spiel erfunden habt. Alter, nee, ey. Junge, nee. Wenigstens wissen wir jetzt echt, wie die Viecher aussehen, ey. Da ist es nicht mehr ganz so doll dramatisch. Auch wenn es immer noch schlimm ist. Wir müssen immerhin irgendwas immer noch finden. Irgendwelche Pullen oder irgendwas. Irgendwas müssen wir finden. Tür bleibt zu. Oh nee, es ruft ja schon wieder an. Der kann mich aber auch nicht in Ruhe lassen. Du kannst jetzt mal warten, ey. Ich will erst hier die Gegend erkunden. Wahrscheinlich werde ich vorher, bevor ich den Hörer nicht abgenommen habe, auch nicht finden. Also muss ich ja leider diesen Hörer abnehmen, hör auf zu klingeln! The lift has been sabotaged.
You will have to find another way to the tunnel. Take care in this place, Mantis. It is the crucible of the evil that stalks these corridors. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt bin ich aber alleine. Hier was? Eine Kerze. Muss ich manchmal hier hoch? Mal auf, rumzuschreien. Ich denke auch, das ist hier hinter mir, ey. Jetzt sind mir zu viele Verbindungen hier, ich hab Angst. Boah, das Zeug brauche ich. Wahrscheinlich. Normal? Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon noch mehr brauche. Was denn jetzt los? Darf ich wohl nicht durch, wa? Komm ja, ja, nicht weg, jede Rollen. Davon brauche ich bestimmt noch mehr von den Scheißdingern. Könnte ich wetten. Ich lasse das erstmal liegen. Oh Gott! Okay, der Ding geht's gerade noch. Gott. Tja, wie cool. Gott, nee, Alter, was macht ihr hier mit mir, ey? 4. August 1898. Weitere Experimente mit der Verbindung X habe dem Hund... Strychnin initiiert. Er durchlief die erwarteten Krämpfe und Zuckungen und starb kurz nach Mitternacht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich habe den Körper in ein großes Behältnis... voller Verbindung X getaucht und mittels einer Induktionsspule 3,5 Minuten lang Wechselstrom hinzugefügt. Dies regte eine partiale Wiederbelebung an. Die vor dem Tod erlittenen Schäden waren nach der Wiederbelebung jedoch weiterhin präsent. Der Hund befand sich somit weiterhin im Zustand akuter Strychninvergiftung, bis ich sein Leiden mit einer Kugel in den Kopf ein Ende setzte. Aber ertrinken? Vielleicht ja. Letztendlich ist das der gnädigste aller Selbstmorde. Einem Ertrunkenen die Flüssigkeit in den Lungen mit Verbindung X ersetzen. Ja, das sollte theoretisch eine perfekte Wiederbelebungsmethode sein. Könnte mich verarschen. Was ist denn hier los? Ja, gut. Und nun? Ah, guck mal einer an, ist weg. Ach so, was sagt denn die Zeit überhaupt? Oh, wir sind drüber.
Ja, wie schade auch. Ja, ich bin nur am Schwitzen hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, sagt er mal. Und ich hoffe, euch macht Spaß, mich leiden zu sehen. Und dann haut rein. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.